Mein Aquarium ist undicht. Hinter mir ist eine Baustelle. Dementsprechend, ich habe gerade gar keine Zeit zum Fahren. Gestern bin ich mal 20 Runden Zeitrennen gefahren. Ich hoffe, dass ich durch diese Strecke, das sind ja drei DS-Zonen drin in der super kurzen Strecke, dass man sich da mitziehen lässt, dass sich alles zusammenschiebt und dass man trotzdem Chancen hat, vorne mit dabei zu sein. Qualifying-Rennen. Es geht los nach dem Intro. Viel Spaß. Scheiße! Ich hatte der KI in den Hals. Oh Gott! Hallo und herzlich willkommen am Tag nach dem Rennen in Österreich, Spielberg. Ja, wie gesagt, eine kurze, knackige Strecke, drei DS-Zonen auf dieser kurzen Strecke. Das verspricht Spannung, eine schnelle Strecke. Hier auch nochmal die drei Sektoren. Und wie gesagt, drei DS-Sektoren. Und aus letztem Jahr ein Highlight von, wie soll es auch anders sein, Hier Tobi. bei einem Dreher extra eine Schelle im Ohren kriegst. Johannes, ich bin jetzt rechts neben dir. Och, Tobi. What the fuck? Ja, okay, alles klar, du fährst einfach. Okay, ja. Du fährst einfach in Jetzt, mich durch. das ist jetzt super ärgerlich. Ungewohnt, ruhig und ohne Ausraster, der Tobias. Ob er heute ausrastet, seht ihr jetzt. Im Qualifying, wie immer, der erste Blick aufs Wetter. Man sieht schon wieder Regentropfen auf dem Monitor, aber das Qualifying bleibt trocken. Die 14% machen es nicht aus. Im Rennen waren es, glaube ich, noch weniger. 4% Regenwahrscheinlichkeit, also da trocken. Setup 2 oder 4 war gut, also hat sich nicht viel gegeben. Ich bin Setup 2 gefahren mit 10er Frontflügel. Differential hat sich auch nicht viel gegeben. Ich bin auf 75 gefahren. Frontbremse auf 56. Und natürlich wenig Benzin mitnehmen. Ja, und auch das Vierer-Setup mit 10er Frontflügel wäre auch gut gegangen. Also irgendwie viel Unterschied hat es nicht gemacht. Ich bin eine Runde auf Medium gefahren, einfach zum Reinkommen. Aber auf Soft wollte ich meine Hotlap fahren. Ich fahre jetzt hier schon mal eine dritte Hotlap. Eine Medium war dabei, die war nicht so gut. Eine Soft war dabei. Da war ich schon auf P3, war sauber. Und jetzt nochmal der letzte Versuch auf Soft. Ja, hier gut rauskommen, wie immer. Letzte Kurve ist wichtig für die Hotlap. Hier links halb über den Curb drüber. Runterschalten, Curb mitnehmen, nicht zu weit rauskommen. Und dann hochbeschleunigen. Habe ich ganz gut erwischt. 50 Tausendstel im grünen Delta. Da vorne fährt jemand, lässt mir aber fair Platz. So, hier wieder raus. Runter in den ersten Gang, aber dann auch gleich hoch in den zweiten mit Gefühl, aber und auch gleich wieder hoch in den dritten Gang, damit man hier keine durchdrehenden Räder bekommt. Ja, ist mir so auch ganz ordentlich gelungen. Also meine Routen waren recht konstant. Auch hier wieder links raus, runter in den dritten Gang, früh hochbeschleunigen. Und ja, ich war auf Niveau meiner besten Runde und ich bin die ziemlich konstant gefahren. Auch meine 1-4-3 war eigentlich schon eine echt starke Runde von mir. So, dann hier nochmal schalte ich immer einen Gang runter, dass ich die Kurve schön nehmen kann, aber auch gleich wieder hoch in den sechsten Gang und dann bis den achten Gang hoch. Und dann beim 50-Meter-Schild gleich runter in den siebten Gang einlenken und dann hier möglichst sauber rumkommen. Hier komme ich ein bisschen zu weit raus. Hier gut erwischt. Und ja, so verbessere ich mich nochmal um 700. Ich springe auf Platz 2. Und das war dann auch mein Startplatz. Also sehr, sehr gutes Ergebnis für mich. Sehr zufrieden. Die Stream mit einer sehr, sehr starken Runde. Also der war wieder so schnell unterwegs. Der hat mehrere Male die schnellste Runde gefahren. Richtig sauber. Ilu knapp hinter mir. Tobi, Kevin, Rico und Dani auf Platz 7. Aber man sieht die ersten 10 Fahrer innerhalb von 8 Zehntel. Und wie gesagt, hier geht es nur um DRS. So, Reifentaktik. Ein Stopp oder zwei Stopp war möglich. Mein primäres Ziel war eigentlich der Einstopper. Man hat es in Frankreich gesehen, Einstopper hat schon seinen Vorteil. Aber auch ein Zweistopper war möglich. Mal schauen, wie sich das Rennen entwickelt. So, Start. Die Lichter gehen an. Fünftes Licht und lange waren sie rot. Los geht's. Die Stream kommt gut weg. Ich komme einigermaßen gut weg. Aber Ilu mit einem Bombenstart, der quetscht sich da durch. Somit verliere ich schon mal einen Platz auf Platz 3. Links habe ich Kevin nicht gesehen, dass da noch einer neben mir war. Ich habe nur Tobi und Dani erst im Rückspiegel gesehen. Gott sei Dank habe ich ihn da nicht abgedrängt oder so.
Aber Kevin macht hier auch schon Druck. Kevin ist Junior, ich muss noch meinen Namen ändern. Ja, die machen ordentlich Druck. Dadurch habe ich öfter in der ersten Kurve da oben den Bremspunkt verpasst und ordentlich Zeit verloren. Und da vorne kämpft schon D-Stream gegen Ilu. Und ja, dadurch bleibe ich natürlich dran. Aber man hat schon gemerkt, die haben auf jeden Fall die bessere Pace. Und auch hinten kam ordentlich Druck. Ihr bleibt hier in diesem Rennen öfter mal mehr als eine Runde ohne Schnitt drauf, weil ja, es bietet sich einfach an. Die Runden sind so kurz, da kann man sich auch ein bisschen mehr anschauen. Hier diese Kurve, die kann man entweder recht gut schneiden, dass ein Körper halt links und ein Körper rechts neben diesem gelben Boppel ist. Und auch die erste Kurve ist so ein Ding, die kann man auf zwei Arten nehmen. Entweder drüber oder außen rum. Meistens bin ich außen rum gefahren, weil wenn man drüber fährt, muss man sie richtig gut erwischen. Jetzt kommt der Angriff von Kevin. Und auch hier wieder ein Fehler, da komme ich zu weit raus und somit hat Kevin den Platz und kommt vorbei und Dani zieht auch gleich mit durch. Und somit nochmal zwei Plätze verloren und so von P2 auf P5 zurückgefallen. Ich bin ein bisschen weiter gefahren, damit ich kann da blockieren. Jetzt ein kleiner Sprung in die Runde Nummer 7, also relativ unverändert. Tobi hat sich auch wieder langsam rangekämpft, dadurch, dass man da vorne zwei Kämpfe hat und sich aufgehalten hat, kommt auch Tobi gleich wieder ins DRS-Fenster. Da vorne halten sich alle auf, also wir waren da alle innerhalb von wenigen Sekunden, ziehen uns mit dem DRS mit und sobald man aus dem DRS draußen ist, hat man eigentlich keine Chance mehr. Alex gleich noch ganz interessant auf Medium gestartet. Auf Platz 7 ist, hat auch versucht, den Anschluss nicht zu verlieren, um das DRS mitzunehmen. So, vorne, schaut hin. Ein Dreher. Kevin fährt rein. Ich dachte, er hat sich da gefangen, hat er aber nicht. Fährt nach rechts, erwischt mich. Ich fahre in die Bande. Flügelschaden. Und ich fahre natürlich sofort in die Box. Also ein Zwei-Stopper, somit safe. Virtuelle Safety Car, kein richtiges Safety Car. Und jetzt schauen wir nochmal die Ansicht von Kevin an. Er fährt hier rein. Ich dachte, hier hat er sich gefangen, hat aber nicht und kommt nochmal rechts rüber. Damit räumt er mich ab und ja, keine Schuld. Aber trotzdem blöd für alle Beteiligten. Ein paar Schäden waren da. Somit in die Box. Ich wechsle auf Medium-Reifen, um am Ende dann nochmal auf Soft durchzustarten. Warum bist du rechts rübergezogen? Weil der Wagen gerutscht ist. Achso, ja. Flügelwechsel. Das habe ich 10er, ja. Ich dachte, du bist schon links wieder unter Kontrolle. Bisschen Diskussionen oder bisschen Gespräche. Diskussionen waren es nicht. Einfach kurze Analyse im Rennen. Das VSC hat natürlich hier ein bisschen geholfen, dass ich nicht ganz so viel verliere. Und raus geht's. Was zum Teufel? Da habe ich kurz vergessen, dass überhaupt ein VSC ist, aber gleich runtergebremst. Und ja, nächster Sprung in Runde 12. Ilu, muss man sagen, hat eine unberechtigte Durchfahrtsstrafe bekommen. Am Ende war es sehr knapp vom VSC. Es war ein grünes Delta angezeigt. Eine Millisekunde später wäre es vielleicht rot gewesen, aber die letzte Anzeige war eine grüne Anzeige. Deswegen unberechtigte Strafe für Ilu. Musste durch die Box fahren und hat natürlich da ordentlich Zeit verloren. Ist jetzt auf Platz 7, macht auch wieder ordentlich Druck von hinten. So, Tobi 5,8 Sekunden vor mir. Mollen mit gebrauchten Reifen direkt vor mir. Und man sieht hier gelbe Flagge. Tobi hat sich gedreht. Und an Tobi wäre ich nicht mehr angekommen. Aber durch den Dreher komme ich ins Sekundenfeld. Ich gehe erstmal Mollen vorbei. Und auf einmal war es ein Kampf um Platz 3 zwischen Tobi und mir. Und ich wusste schon zu diesem Zeitpunkt, wie das Rennen laufen wird. Habe ich auch, glaube ich, gleich schon mal in TeamSpeak gesagt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt in den nächsten Runden passiert. Was? Und zwar? Ja, Tobi und ich werden uns die ganze Zeit überholen. Genau, ich weiß, was passiert. Wir werden uns die ganze Zeit überholen. Und es kam auch wirklich so. Also, es wird ein Video zwischen Tobi und mir. Bitte? Wir sind in Runde 13, haben noch 23 Runden vor uns. Und ihr werdet Tobi jetzt ständig im Bild haben, kann ich schon mal verraten. So, Runde 16, zwei Runden später, schon fast Runde 17. Ja, ich wollte an Tobi dranbleiben, ganz klar. Dani ist hier gerade in der Box. Ja, nice. Unglaublich, ey. Da gehen wir erstmal vorbei.
Aber ich bin an Tobi dran geblieben. Er war ein bisschen schneller, vor allem der dritte Sektor, der war richtig, richtig stark. Das sieht man auch später ein paar Bilder, wie er da immer im dritten Sektor rankommt. Ich weiß nicht, wo der den Schwung hergenommen hat. Daniel jetzt hinter uns beiden. Knapp 6 Sekunden, ein bisschen über 6 Sekunden. Und Alex auf P1, der macht auch einen Einstopper, wie gesagt, mit Medium gestartet. Und war auf jeden Fall keine falsche Taktik. Also, der ist richtig stark unterwegs. So, und hier jetzt mal der erste Angriff gegen Tobi. Außenrum. Und somit auf P2. Natürlich, wir müssten beide nochmal in die Box, Dani nicht mehr. Also, dass Alex und Dani vorne sein werden, war eigentlich ziemlich klar, außer jemand macht einen Fehler. Ja, aber es wird ein spannender Kampf zwischen Tobi und mir. Noch gar nicht so lange. Das sagt er nur so. Immer wenn ich natürlich dann auch an Tobi vorbeigefahren bin im zweiten Sektor, habe ich versucht, aus dem Sekundenfenster rauszufahren, aber es war fast nicht möglich. Also, und jetzt schaut mal oben Tobi, was der da für einen Schwung mitbringt. Der klebt mir da richtig dran, der fährt mir fast hinten rein und ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ich habe dann auch mal versucht, meine Kurve am Ende irgendwie anders zu fahren, aber da hat sich was gedreht, also richtig starke Linie da von ihm. Und so hat es auch nicht lang gedauert und Tobi startet den Gegenangriff. Wir haben uns immer fair Platz gelassen, also da war immer alles sauber. Und die Kurve, wenn ich die zu weit genommen habe, habe ich halt auch immer verloren. Das war ein bisschen ein Fehler immer von meiner Seite. Aber gut, Runde 18, Tobi ist wieder vor mir. Sprung in Runde 21, ich bin weiter hinter Tobi, aber auch ein Dani sitzt hinter uns. Der hat uns mit seinen frischeren Medium-Reifen gut aufgeholt. Heißt, wir sind jetzt so ein Dreier gespannt mit DRS. Tobi zieht uns da vorne mit, aber Dani mit der deutlich schnelleren Pace. Da meine Ansage an Dani, ich lasse ihn vorbei auf der nächsten Geraden. Der kämpft um Sieg, den müssen wir nicht unnötig aufhalten, oder ich zumindest nicht. Da kann er nochmal mein DRS und Windschatten mitnehmen und dann soll er da vorbeigehen und ja, Tobi angreifen. Danke dir, Mann. Wir bleiben in der Runde drauf. Kurz mal aufs Klassement oben geschaut, wie ist der Stand. Gut, die beiden vor uns sehen wir direkt. Ilo hinter uns mit 4,2 Sekunden. Der könnte nochmal gefährlich werden. Und ja, Mollin ist schon zu weit weg. Ich glaube, die müssten alle nochmal in die Box. Von dem her, ja, schlechtestens, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, Platz 5. Im besten Fall P3, das war so der Rahmen, in dem ich mich da in dem Rennen bewegt habe, aber auch nur, weil halt ein Kevin und ein D-Stream auch weiter hinten waren durch den Vorfall in der sechsten Runde da. Sonst wäre auch um Platz 4 für mich schwierig geworden. So, Dani ist vorbei an Tobi und wir springen in Runde 24. Dani schon wieder gut weg, Ilu 4 Sekunden hinter mir, D-Stream 30 Sekunden hinter Ilu. Also hier sieht man mal, da hat er ordentlich Zeit verloren. Und der Zweikampf zwischen Tobi und mir geht hier munter weiter. Runde 24, Boxenstopp angemeldet. Tobi geht auch mit rein. Und somit keiner an Undercut, Overcut oder irgendwas. Ich habe überlegt, eine Runde früher reinzugehen, wollte aber dann nicht mit älteren Reifen fahren. Deswegen bin ich auch erst in die Box, wenn Tobi reinfährt. Wer kommt da raus? Alex fährt in Tobi rein, unsafe release, aber who cares? Okay, guter Boxenstopp. 2,6 Sekunden, jetzt nochmal mit frischen Softreifen und Tobi fährt auf Medium. Warum denn? Tobi hatte seinen Spaß, ihm hat es gefallen, er war schon ein gutes Rennen, muss man sagen, hat Spaß gemacht. Hinter uns, ich denke, es sind Christoph und Rico oder Mollin. Na, Mollin kann es nicht sein, der ist 40 Sekunden hinter mir, also das muss dann eine Runde weiter hinten Rico sein. So, und jetzt hatte ich natürlich den Reifenvorteil auf Soft. Tobi dachte, oder ich weiß nicht, warum Tobi da auf Medium raus ist. Und so geht's in Runde 26, Schlag auf Schlag. Ich klebe an Tobi dran. Hier wieder versuchen, gut rauszukommen. Hier unter den ersten Gang schnell hochschalten. Und hier war ich sehr nah dran. DRS, RS. Mein RS war voll. Und jetzt gehe ich vorbei. Ohne Probleme in dem Moment. Ja, und jetzt war mein Plan, ich muss jetzt RS rausballern. Und ich muss im dritten Sektor doch mal wegkommen von Tobi. Aus der Sekunde raus. Wenn ich nicht aus der Sekunde rausfahre, wird er immer wieder angreifen können. So, hier 6 Zehntel weg von ihm. Ich muss ja den Krieg ja, aber irgendwie
ich es gewesen wäre, dann hätte ich abgeschossen. Hat er nicht locker gelassen. Alex ist nur 5 Sekunden vorn, sehe ich gerade. Okay. Dani 18 Sekunden. Aber egal, schauen wir lieber in den Rückspiegel. Auch hier sieht man wieder, Tobi, diese letzte Kurve, ey, der kommt da immer ran. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich weiß es einfach nicht. Aber es ist gut gefahren. Ich jetzt in dem Moment mit der schnellsten Runde. Tobi war sogar langsamer in der Runde, wundert mich. Wobei, ja, ich habe ihn überholt, deswegen, ja. Okay, macht Sinn. Ja, so war es ein Hin und Her. Runde 27, Alex 5 Sekunden vor uns, da war wahrscheinlich nichts mehr drin. Ido 4,7 Sekunden hinter uns. Und hier kommt schon wieder der Gegenangriff von Tobi. Kommt hier ein bisschen zu weit raus. Und somit kann ich natürlich versuchen zu kontern. Er kommt hier nicht viel Schwung. Und ich gehe wieder vorbei. Gleich kommt der nächste Sprung. Wir nähern uns schon langsam in den Rennende. Runde 29. Noch bin ich vor Tobi. Ich habe es mal ein paar Runden geschafft, mich vorne zu halten. Aber er hat natürlich nicht locker gelassen. Dani weiter 70 Sekunden vor uns. Alex 5,6 Sekunden. Und Ilo ist 4,2 Sekunden hinter uns. Also, ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, für Ilo an uns ranzufahren. Von dem her wird es ein Kampf um Platz 3, weil wir uns auch gegenseitig immer DS gegeben haben. Tobi geht hier wieder innen rein. Das Spiel macht viel zu früh blaue Flanke. Da war es mal kurzzeitig knapp. Aber alles sauber. Ich glaube, das war nicht zu hart. Ach, alles gut. Ich mit 37% ERS. Ich dachte mir, du bist krank. Ja, eigentlich sollte man sich das meiste für den Schluss aufheben, für die letzten zwei Runden. Aber irgendwie habe ich trotzdem ordentlich rausgeballert. Viele kommen halt auch nochmal vorhin. Ich glaube, ich werde nur 5. Da mein Team Radio und Dani, dass ich glaube, dass Ilo nochmal rankommt. Jetzt ist er nur noch 3,3 Sekunden hinter uns. Gut, kam auch durch einen Zweikampf in dieser Runde, in dieser einen Kurve. Ja, aber Medium ist auch nur bis jetzt langsam rausgeholt. Aber Konzentration nach vorne, 6 Zehntel hinter Tobi. Hier ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja gut, wir finden es halt trotzdem irgendwie dumm mit diesem DRS. Die Fahrer haben alle Namen. Stimmt. Und ich habe immer gewartet, dass Tobi sein Licht blinkt, aber irgendwie, der hatte sein Management, RS-Management auch in der Kontrolle. Hier leichter Quersteher und wieder die Chance für mich vorbeizugehen, nutze ich natürlich sogar ohne RS. Und somit wieder auf Platz 3. Aber wie gesagt, das Rennen entscheidet sich die letzten 1-2 Runden. Wer da den letzten Stich setzt, der ist vorne und auf dem Podest. Schöne Position. Wir springen in Runde 34, Tobi ist schon wieder sehr, sehr nah dran. Täuscht schon in der ersten Kurve an. Hat aber nicht reingezogen. So, hier eine gelbe Flagge. Die Stream aufgegeben, glaube ich, in der Box. Aber irgendwie ist das Auto wieder rausgefahren. Und Tobi zieht jetzt in den Rhein. Ich komme wieder zu weit. Ich habe da zu viel Platz gelassen. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen aggressiver fahren müssen in manchen Situationen. Was ich nicht kann, ist mich richtig verteidigen auf der Strecke. Okay, aber Tobi ist jetzt vor mir. Und ich habe noch 30% ERS. Und jetzt hier, ja, mein Plan war eigentlich, bisschen RS sparen, dranbleiben und Angriff in der letzten Runde. Ilo mit 2,6 Sekunden hinter uns, in zwei Runden war es nicht mehr drin. Alex 7 Sekunden vor uns, 7,5 Sekunden, da war auch nichts mehr drin. Jetzt Finale um Platz 6, wir springen in die letzte Runde. 40% RS war okay, hätten ein bisschen mehr sein dürfen, aber okay. Hier in der Kurve gut rausgekommen. Ich bin an Tobi dran, ich brauche jetzt noch ein bisschen RS. Jetzt war es eigentlich wichtig, die Kurve war die wichtigste Kurve und was mache ich? Ich bremse leicht zu spät, komme viel zu weit raus und habe dann keine Chance mehr, hier Tobi richtig anzugreifen. Hätte ich ein paar Meter früher gebremst, dann hätte ich hier richtig angreifen können. So versuche ich es natürlich trotzdem, Windschatten, ERS, DRS. Ich ziehe links vorbei, er wehrt sich, versuche hier besser raus zu beschleunigen. Gelingt mir auch, ich bin da besser rausgekommen, versuche nochmal hier außen rum zu gehen. Aber ja, Tobi hat sich gewehrt und hier sind einfach auch keine Stellen zum Überholen. Und jetzt kam den Tobi sein starker dritter Sektor. Ja, jetzt nochmal alles versuchen. RS war noch ein bisschen vorhanden. Aber jetzt war es eigentlich schon aussichtslos. Dani, stark Glückwunsch zum Sieg. Alex, starker Zweiter wieder. Also der hat mich jetzt überholt in der Gesamtwertung. Und hier nochmal die letzte Kurve. Mit Überschuss, aber Glückwunsch an Tobi, auch sauberes Rennen und man muss sagen, trotz Reifennachteil ist er auf Platz 3 gefahren, der hatte die bessere Pace. Starkes Rennen, hat Spaß gemacht und hier das Podest. Dani, Alex, Tobi, wäre ich natürlich gern mit drauf gestanden. Mal wieder zwei Ferrari auf dem Podest, hat man schon lange nicht mehr, aber trotzdem gute Punkte für Ferrari und so geht ein Rennen zu Ende.
Was ist noch zu erwähnen? Ja, Junior Sucker Kevin Platz 6. Trotz anfänglicher Schadens auch noch ein gutes Ergebnis. Mollen Bass wieder gepunktet. Rico, Christoph und D-Stream. Nächste Woche geht es weiter mit Silverstone. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und nächste Woche Mittwoch sind wir in Großbritannien. Also einschalten, Spaß haben und abonnieren und Toastbrot. Tschüss. Ich bin auch raus.